Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Witch Hunt mit mir, Felix. Nee. Ja, doch. Finde ich gut. Jetzt können wir hier die Münzen mal mitnehmen. Letztes Mal haben wir ja das Vieh da platt gemacht. Und jetzt machen wir die Hexe platt. Dafür gehen wir zur Cabin. Dafür gehen wir zur Cabin, oder? Würde ich sagen. Oh. Wenn es in dem Wald eine Hexe gibt, sollte ich in der Lage sein, einen Opferbaum zu finden. Dieser Baum ist aktiv, wenn es regnet. Also wird es möglich, ihn mit meiner Fähigkeit zu finden. Die Zerstörung dieses Baumes sollte die Hexe verwundbar und weniger mächtig machen. Er wird aktiv, wenn es regnet. Läuft jetzt hier ein Baum rum? Finde und zerstöre den Opferbaum. Aber können wir mal. Das ist auf alle. Nicht nee, fliegt da was? Hier ist es einfach nur groß, oder? Alter, wie schnell ist der bitte? Okay, hier hat es wirklich Baumstämme durch die Gegend. Was ist denn das? Ah, ein Wolf nur. Ein Hund. Nachladen. Ah, so. Was singt denn hier, Alter? Da kommt was Geschwabbeltes an! Was ist das hier? Bruder, wo muss los? Das ist neu. Nachladen. Wieso lade ich denn nie nach, Mann? Guck mal, da ist das Geschwabbelte. Hier. Sie ist unverwundbar, ich muss den Opferbaum. Das ist die Hexe, lol, gönn. Obwohl, nee, geht ja gar nicht. Ich muss damit aufhören mit dem Gönnen, Alter. Geht mir selber auf den Sack. Kann ich sie mal mit Kruzifixen bewerfen? Wie Shurikens? Map. Na guck mal, wir haben das ganz gut abgeriegelt hier erstmal. Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt mal zu dem Hexenkessel-Gedönse. Nee, Moment. Was? Ach du schon wieder, Alter. Alter, ich hasse die Dinger. Komm, halt doch so viel aus. Alter, reicht doch jetzt mal. Boah. Ich hoffe, jetzt mehr, ey. Wird anstrengend. Ich glaube, die Hexe folgt uns einfach. Die ganze Zeit, oder? Ich habe ja schon wieder einen Genatz da hinten. Was machen wir? Wir müssen irgendwo den Baum finden. Ich höre ja schon wieder im Hintergrund. Ja, ist doch gut. Junge Damen, hören Sie doch jetzt mal auf, bitte. Ich will auch gar nichts von Ihnen. Also noch nicht. So, Baumbart, wo bist du jetzt? Kleiner Opferbaum, ne? Leute, was ist denn da los? Die Hütte leuchtet rot. Ist da jetzt so ein kleines Männchen dran? Jo, da rennt halt tatsächlich so ein Männchen rein. So, Opferbaum, Alter, wo bist du? Kann der auch mal weg, wenn ich ihn anschieße? Achso, und danach ist dann die Hexe dran. Also gibt es sozusagen drei Instanzen. Also Werwolf, Baum. Ah, und das. Nicht schon wieder, Alter. Nee. Alter, ist der eklig. Vor allem der dodgt auch noch so eklig. Der täuscht Feuer. Mit der Mausempfindlichkeit kriege ich die nie. Mein Nachladen wieder. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich hier mit ohne Munition rumrenne. Wo sind die? Map. Da steht wieder dieser komische Baum. Berg. Geht eigentlich hinterm Berg. Da haben wir noch nie geguckt, oder? Oh, oh, oh. Bigfoot? Baumfoot? Wo ist der? Der chillt. Nee, Alter, ich kann doch keinen Baum jagen. Der chillt.
Rothschild, ja. Kann ich den erkennen, wenn ich ihn sehe? Das sind immer so die besten Sachen, woran erkenne ich es? Du wirst ihn erkennen, wenn du ihn siehst. Hast du wieder so einen Opferbaum, Alter? Wie du? Oder du? Wird ja nicht ein bisschen special aussehen. Er wird aktiv, wenn er das Regen hat. Ich kann einfach dem Baum hinterher. Hier ist keiner, oder? Ne, ich dachte, ich bin verfolgt. Gut. Das ist voll gute Idee. Mach jetzt den Baum kaputt. Ich stehe am besten mit einem Gewehr auf dem Baum, weißt du? Ich will jetzt eine schöne Axt holen und einen auf Darius machen. Hier waren wir noch nie drauf. Ah doch, klar, hier ist das Loch. Hey, stupid ass fuck. Aber wenn er chillt, ist gut. Aber wo chillt er? Oder hinten? Der sieht so ein bisschen special aus. Wenn wir mal raufschießen. Nee. Also schon, aber bringt nichts. Der hier oben rum. Hier ist noch ein dicker Baum, aber ich kann jetzt nicht auf jeden Baum schießen, ey, der ein bisschen dicker aussieht. Einfach ein bisschen Fettshaming. Wo ist er denn? Unten im Nebel? Mir läuft schon wieder die Nase, ey. Kannst du gerne mal erzählen. 100 Pro steht hier unten im Nebel irgendwo. Komm, halt mal die Schnauze da vorne. Achso, das ist ein Zombie. Achso, das wäre der Baum oder so. Ja, 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 ja. Scheiße, ey, lass dir mal ein bisschen rankommen. Mana ist voll, das ist ein Problem. Genau, hier unten wollten wir ja mal gucken, ne? Hier hinten waren wir mal hier unten. War hier nicht immer ein Nebel? Nebel nicht gut, Nebel nix gut. Aber jetzt hat es auch aufgehört zu bummern, also wahrscheinlich war er genau auf der anderen Seite des Berges. Boah, ich muss schon wieder die Nase putzen, Moment. So, da bin ich wieder, ihr Nuggets. Warte mal, Mikro mal wieder richtig stellen. Was verbirgt sich hier im Nebel? Nachgeladen habe ich? Ja. Guck, da kann auch schon mal nichts mehr passieren. Gerade, Alter, ist das eine Suppe? Leute, wisst ihr was? Ich mach gleich mal auf den Degen. Säbel. Oh. Oh, was haben wir denn hier? Haben Sie gerade geschrien, junge Dame? Hier wurde eine Hexe verbrannt, okay. Was ist denn das? Okay, warte mal. Ich hab gerade gesehen, hier sind. Oh ja! Oh lol! Oh lol, das ist sogar hier so ein. Na, wie heißt das hier? Fällt mir der Name nicht ein. Pentagramm. Och, kommen Sie jetzt, hören Sie doch mal auf! Ich bin doch gerade hier am Entdecken! Macht das aber jetzt ganz schnell. Vor allem hier sehe ich die alte Frau ja auch nicht. Jo, sie ist es halt wirklich. Sie hat ein Messer in der Hand. Geh mal weg, bitte. Also wirklich jetzt. Hier war auch noch irgendwas. Jetzt hat uns hier die Alte wieder hinterher. Da, das war was. Das ist so ein riesen Kanonenrohr oder was? Ein Mörser? Ich sehe die halt auch nicht. Ich kann jetzt nur ein Auditiv ordnen irgendwie. Eine Glocke, eine riesige. Hier war auch noch irgendwo ein Pokal, den lassen wir nicht entgehen. Hier, komm mal mit. So, das war's jetzt. Oh, hab ich gerade erschreckt. Er hat mein Epileptische gekriegt. Nur so im Augenwinkel gekriegt. Eieiei, caramba, muchacho, por favor. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich will nur. Ah! Nachladen. Oh, fuck. Komm her, du bist gemacht. Ja, ist es. Jetzt, dankeschön, und rennen. Ja, wieso habt ihr nicht nachgeladen? Beide Waffen nicht nachgeladen. Das ist problematisch.
Und das laden wir jetzt auch nochmal nach. Was ist da jetzt mit dem Hexenzirkel? Gut, okay, hier ist ein Hexenzirkel. Dann gucken wir mal nochmal den hinteren Berg ab. Den unteren. Natzen wir jetzt einmal um sie rum. Natzen wir einmal um sie rum. Nein, hoch da. Und irgendwo muss ja auch so ein Baum rum eiern. Baumbart ist mein bester Freund. Ja, ja, jo. Was ist denn jetzt los? Achso, keine Ausdauer mehr. Okay. Ja, wenn ich keine Ausdauer mehr habe, bleibe ich kurz stehen, atme dreimal tief ein und dann gehst du wieder los. Map. Genau, wir sind auf dem richtigen Wege. Hier ist wieder der Nebel. Aber der scheint hier irgendwie stationiert zu sein, ne? Boah, so ein Spiel, wie gesagt, das hatte ich schon mal in der ersten Folge, glaube ich, war das. Oder in der zweiten angeschnitten. So in einem Horrorschloss irgendwie. Hier halt auch sowas, das hier. Nur in so einem Schloss. Von einer alten Festung oder sowas. Ah, dann sind wir schon wieder in der Nahschool, okay. Dem wollen wir natürlich nicht zu nahe kommen. Jetzt kommt da der Baum. Wo ist er? Ja, so viel auf den Ohren gerade hier. Bist du hier der krasse Opferbaum, Alter? Ne, aber du bist einfach nur ein krasser Baum, ne? Man wäre der Hersteller. Heute keine Autokramme. Das ist der Opferbaum? Keine Ahnung. Der chillt hier wieder irgendwo. Ist eher so ein gemächlicher Baum. Ah, hört es auch gerade auf zu regnen, weshalb er jetzt hier steht? Nee. Schade. Der kann es doch nicht sein, und der Herz schnappt stärker. Aber wir bewegen uns auf jeden Fall. Was ist das denn? Merken wir uns, aber erstmal will ich jetzt den. Oh, ich jetzt aber zerripp den Jungen. Dann will ich jetzt den Baum mir holen. Bäumchen. Kleines Bäumchen. Ja, das sieht komisch aus. Jo, das ist er auch. Was ist denn jetzt los? Bossfight. Was macht er? Jo, der wehrt sich wie ein Mal. Richtig nice. Oh. Eine Heilpflanze irgendwo. Wo Säure wegwaschen. Wo ist denn hier Wasser? Ich bin voll am Arsch, würde ich sagen. Bye. Hinten ist noch da. Ah, renn doch einfach. Scheiße. Aua. Hinten war doch das Indianerdorf, oder? Mit dem. Scheiße, ich verliere übelst krass HP. Da, ja, genau. Und da ist ein See gewesen. Keine Ausdauer mehr. Junge, komm. Komm. Zieh. Und wieder raus. Sonst kriege ich Erfrierungen. Okay. Okay. Denn ist der Baum. Kommt der hinterher? Das wäre ideal. Wo ist denn der jetzt? Da. Das ist schon wieder so ein Schmidtchen Schleicher, Alter. Alter, der tötet mich gleich. Nee. Ich töte ihn, Alter. Da kommt der Baum. Okay, hier kann es denn nichts passieren, ne? Weil hier fighten wir dann einfach am Wasser. Lad doch noch schneller nach, bitte. Nein, weil schießt aber mehrere. Wir warten die nächste Salve ab. Oh, Baumbart, Alter. Ganz ruhig bleiben. Okay, er hat uns erwischt. Das geht ganz schnell. Deckung. Okay.
hinter den Bäumen bleiben. Hinter den Bäumen bleiben, ja. Wir kämpfen gegen einen Baum. Die Bäume sind unser bester Freund. Da kommt der nächste Salve. Salve Magister. Mal schön gucken. Jetzt haben wir eine Chance. Warte mal. Da, er hat angetäuscht. Oder wir haben angetäuscht. Okay, der Baum geht aber hemm. Der will wissen, der Baum. Hier ist ein Netzbrand. Und da ist ein Hund. Scheiße, jetzt wird es spannend. Sehr gut. Oh Mann, hab ich mich erschreckt gerade, Alter. Was ist denn hier gerade los? Nachladen. Wo ist er, da ist er. Baumbart, du bist es. Bist es. Schönes Thumbnail. Kann man ja fighten. Da kommt der Köder, scheiße, Mann. Ja Mann, easy, gar kein Problem. Wenn jetzt noch die Hexe kommt, haben wir ein richtiges Problem. Dann müssen wir richtig... Müssen wir nämlich erstmal wegatzen. Wir müssen in der Nähe von Wasser bleiben. Oh fuck, genau deswegen müssen wir in der Nähe von Wasser bleiben. Wir fliehen einfach quasi an. Okay, jetzt haben wir ein richtiges Problem, würde ich sagen. Wenn man einmal trifft. Für was denn? Zwischen die Bäume? Dann Baum. Und rennen. Scheiße! Oh, Kacke! Ah, zweite Chance. Wir gehen. Oh, Kacke! Wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Das war noch vor dem Wolf, ne? Oh, oh nee, wo sind wir denn jetzt? Oh nein, Leute. Okay, dann würde ich sagen, spiele ich jetzt alles nochmal kurz nach und wir sehen uns dann einfach gleich, wenn ich die ganzen Sachen habe. Also das heißt, ich gehe zu dem Teil da hinten. Zu dem... Ihr wisst, was ich meine? Dann lade ich nochmal nach. Zu dem... Wie heißt denn das? Pentagramm. Und dann treffen wir uns bei der Kanone wieder, ne? Da wollten wir ja eh alle mal hin. Boah, hast du uns Bombard echt genudelt, ey. Das kann ich nie. Aber das war auch echt schlechtes Timing, dass da auch immer so ein Köter kam. Wäre der Köter nicht da gewesen und das kleine Ding, was uns in den großen Zeh hätte beißen wollen. Kein Ding. Aber gut. Dann, ja, bis gleich. Ciao. Okay, Leute. Dann bin ich wieder kurz. Bin direkt an einem kleinen roten Männchen. Mal gucken, ob es spannend wird. Wenn nicht, schneide ich es einfach raus. Direkt hier stand das doch. Da. Der Berg. Da. Okay, war jetzt nicht allzu spannend. Egal. LOL! Alter, der ist doch nicht ganz so laut, Alter. Der schreit. Da steht da der Köter. Wie? Ist wie ein Nassruhl, Alter. Jetzt ist ja auch der Baum. Ey, hier überschlagen sich die Ereignisse. Ich will auch nur die Kanone mal benutzen. Ja, hier kommt er. Eigentlich müssen wir zur Kanone rennen, Mann. Wir fighten den Baum jetzt noch nicht. Wir gehen erstmal zur Kanone. Ich will wissen, was es damit auf sich hat. Da war ein Halbpflänzchen. Sehr gut. Wir laufen falsch. Wir müssen irgendwie da lang, oder? Jo, da lang müssen wir. Weiter links. Da lang. Ja, cool, so ein Bossfight irgendwie. Bossfight im Wald. Ja, ja, du mich auch. Aber wie viel Leben der einfach hat, Mann. Hier war doch jetzt irgendwo die Kanone, oder wie? Oder wo, oder was? Ja doch, hier muss die irgendwo sein. Nach links gezielt gehabt. Und dann wäre ich weggerannt zum Indianerdorf. Ey, hier muss ich doch irgendwo sein. Da bin ich schon vorbei.
muss schon vorbei sein. Guck mal, hinten ist schon das Indianerdorf. Aber wir haben ja auch eine Kanonenkugel im Inventar. Müssen wir nochmal uns ins Gewissen rufen hier. Wir haben ja eine Kanonenkugel. Hier bin ich schon irgendwie vorbeigerannt. Die Ausdauersicht wieder. Und danach reisen wir mal ganz schnell dann. Och komm! Da vorne ist es schon direkt. Da ist aber schon nah dran. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwann mal abgehängt. Aber die kommt ja wirklich zielstrebig auf uns zu. Da ist die Ziege wieder. Ich scheiße jetzt auf die Ziege. Da ist die Kanone. Oder? Ja, ja, hier ist es. Ich bin wirklich vorbeigerannt. Kugeln. Kanone. Haben wir eigentlich Mana, um in die Stadt reisen zu können? Speicher ist auch gut, kann ich nicht benutzen. Ah, hier ist noch was. Ne, umgucken, ne? Die Hexe ist auf dem Weg. Oh Mann! Ich mich jetzt erschreckt habe, Mann. Hab ich den jetzt in die Höhle gejagt? Jo. Egal, scheiß mal drauf. Wir müssen hier kurz weg. Die alte wieder. Und wir haben jetzt so viel Kohle. Wird ganz schnell nach Hause. Brauchen 100 Mana und 100 HP. Dann können wir instant in die Stadt reisen. Da ist schon wieder irgendwo der Baum. Das ist irgendwie deren Lieblingsecke. Dein Kopfgeld nehmen wir mal mit. Dein Kopfgeld vielleicht auch. Gucken wir mal. Dem schnell ich nachlade. Schnell genug. Oh, mindestens 100 Mana. Ja, fast. Aber jetzt wäre die zweite Chance vielleicht echt nicht schlecht. Dass wir einfach irgendwo hin teleportiert werden. Weil der macht schon ordentlich Schaden. Schade, hätte gehofft, dass wir das Spiel vielleicht ohne einmal sterben durchspielen können. Ist eigentlich in jedem Spiel so, und man hofft immer, möglichst wenig zu sterben. Das ist er doch schon wieder da. Noch einmal können wir uns den nochmal. Und dann rennen wir uns unser kleines, super tolles Leben. Gut, dass die Dinger nicht zielsuchend sind, Alter. Ich hab gar keine Lust drauf. So, der hätte die Schnauze wie verpissen. Man muss nur antäuschen. Das ist eigentlich ganz cool so. Aber ich will eigentlich erstmal speichern, ne? Haben wir nicht getroffen gerade? Hier ist ja voll gut zu fighten gegen den. Nur antäuschen. Und schon, hat er keinen Schock. Oh, aber da kommt ja noch seine alte, stimmt ja. Nervige Ho. Hey Ho. Hey Ho. Oh, 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 oh. Oh, der streut jetzt aber ganz schön. Alter, er schießt jetzt in die Schuhe. Okay, wir verpissen uns erstmal. Hinter Bäume wieder. Ich will irgendwelche Säure ins Gesicht kriegen. Oder schießt der immer noch? Okay, hinten ist die Cabin. Glaube ich, das ist der, ja doch, das ist der Baum hier mit der Cabin in der Nähe. Wir müssen dann in die Richtung. Hier ist der Say. Alter, ist. Der spuckt ja immer noch! Was ist denn mit dem kaputt? Ich höre die alte immer noch, glaube ich. Oder das hat sich schon so in mein Gehör eingebrannt. Okay, jetzt hört er auf zu rotzen. Sehr gut. Boah, dann gehen wir jetzt aber wieder zurück. Und zack. Puh.
Puh, damit haben wir dann erstmal alles gespeichert. Ich konnte mich leider in der einen Höhle, da, die wir umgeschossen, aufgeschossen haben, nicht genug, gut genug umgucken, weil da kam ja erstens der Köder, zweitens war die Hexe da, drittens war der Baum auch in der Nähe. Ist aber ganz schön laut gerade auf den Ohren, oder? Ich glaube, das sollte ich mal vielleicht mal den Ingame-Sound ein bisschen anpassen. Na, wenn du wüsstest, was ich gerade gemacht habe, ne? So, jetzt einfach nochmal fett Kopfgeld. Good work. Das war's? Bin ich nur 5 Viecher erledigt, oder? War doch, war ich so schlecht. Vielleicht sollte man auch einfach die ganze Zeit in einem Baum stehen und dann Kruzifix spammen. Hier, guck mal, nehmen wir mal mit. 400 haben wir. Aber erstmal zweite Chance. Ist ja richtig billig. Okay, ich brauche 45 Mana. Okay. 50% mehr Leben von Pflanzen. Hier, was war das? Mana von getöteten Kreaturen. Nehmen wir das. Ja. Und dann nehmen wir das andere auch. Und so langsam haben wir hier bald alles zusammen, ne? Was fehlt denn noch? Schattenbuch? Leichte Stiefel. Oh, da fehlt uns ein Gold für. Ernsthaft? Wächtertote brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich richtig viel Kugeln jetzt noch. Da fehlt es auch noch eins. So. 40 Kugeln haben wir jetzt wieder dabei. Was war mit dem Pferd gerade los? Richtig epileptischen gekriegt. Oh, und hier. Nee, schade. Ja gut, dann hoch hier reingucken. Gesperrt. Dann würde ich sagen, lassen wir uns noch einmal voll heilen. So ein Heal-Package dabei zu haben, wäre nicht schlecht. So, um sich halt die Säure rauszuwaschen oder eine Wasserflasche oder irgendwie sowas in der Art. Schub, denn oh lol. Oh lol, jetzt geht's los, Leute. Oh lol, jetzt geht's los. Okay, aber weiter kommt man hier, glaube ich, nicht. Dann würde ich sagen. Schade, Mann. Wäre so krass, wenn jetzt irgendwas ranspringen würde von der anderen Seite. Wah! Wow. Warum aber dieses Haus gefällt mir irgendwie wegen des Fensters hier? Nur das Fenster carried das Haus. Gut, dann war's auch für die Folge. Ich hoffe, wir sind nicht zu krass in der Überlänge oder halt auch nicht zu krass drunter. Weiß ja nicht, wie viel ich da jetzt gerade noch. Oh, gegähnt halb. Deswegen war die Stimme so komisch. Wie viel ich da jetzt noch wegschneiden muss, wegen unserem kleinen Malheur. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge, ne? Haut rein. Und schönes Wochenende, ne? Das ist ja jetzt, glaube ich, die Freitagsfolge, ne? Schönes Wochenende. Haut rein. Ciao.